Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landnautica. Nein, es ist immer noch Subnautica. Bloß, dass wir jetzt halt am Land rumlaufen. So, wir haben ja jetzt schon ein paar Pflanzen mitgenommen. Aber es gibt ja hier noch ein paar mehr. Bezüglich, es gibt hier auch noch Sachen, die man abscannen kann, wie man es da oben sehen kann, damit man die Basis noch weiter verschönern, bezüglich noch mehr Blödsinn anstellen kann. So, hier haben wir jetzt noch eine schöne lila Pflanze, eine Minkpflanze. Ja, das ist auch eine, okay. Nehmen wir uns mal eine mit. Huch. So. Und hier müsste es jetzt an und für sich auch böse Übeltäter geben. Wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht. So, nehmen wir uns hier das auch mit. Hören tue ich sie. Aber sehen tue ich sie nicht. Ah, da ist er. Halt. Und tschüss. Viel Spaß beim Fliegen. So. Dann haben wir hier eine lebende Wand, die wir abscannen können. Halt ein bisschen Deko und so. Und ich glaube, man sollte. Ah, komm. Ah, beiseite. So. Nächsten Stein beiseite. Huch. Jetzt hänge ich hier fest. Ah, kriege ich wohl nicht hin, dass man da durchkommt, oder? Kann ich den jetzt hier mit. Na, ich glaube, dafür brauche ich die verbesserte Version der Schubkanone, damit ich das wegschieben kann. Okay, schade. Weil man kann ja hier die Schubkanone. Oh, da ist noch ein Scheinwerfer. Kann man noch umrüsten in das Gegenteil. Sprich, dass es Gegenstände wegdrückt. Oder komme ich von hier noch irgendwo ran? Sieht nicht so aus. Oder? Oh, ein Shot. Na, scan, scan, scan. Ein Shot. Damit wir das auch alles abschotten können. Höh. Könnte jetzt aber auch probieren, von da oben rein zu hüpfen. Sieht nicht ganz gewollt aus, aber es geht. So. Ah, noch eine Batterie. Sehr schön. Das Shot kriege ich bestimmt nicht auf, ne? Dann nehmen wir hier die PDA. Integrating new PDA data. Data mit. Und weiß ich nicht, habe ich den Kasten schon? Irgendwas konnte ich scannen. Ah. Die Pflanzen kann ich hier noch abscannen. So. Ja, jetzt müssen wir noch da ganz oben einmal rauf. Was sagt das Inventar? Das Inventar sagt Tutti. Und dann laufen wir mal da oben hoch. Ich könnte aber noch mal was essen. So, schneiden wir uns mal zwei ab.
Oh, hier liegt noch mitten auf dem Weg eine PDA. Integrating new PDA data. So. Schöne Wege hier. Ich glaube jetzt hier lang. Bin ein bisschen orientierungslos gerade, aber sieht richtig aus. Hier gibt es den Weg nach oben. Hops. Einmal durch die Höhle durch. Ich glaube hier lang. Oder? Nee, ich runterfliegen. Durch die nächste Höhle durch. Haben es fast geschafft. Die kleine Klettertour hier. So, jetzt geht mir das Geräusch aber auf den Nerv. Jetzt weiß ich, das Messer mal wegstecken hier. So. Ah, wir haben es gleich. Wir sind gleich ganz oben. So. Na? So, dann können wir uns hier noch die Beobachtungskuppel einmal abscannen. Haben hier nochmal ein PDA. Na? Okay. Hier gibt es jetzt soweit nichts mehr. Könnten uns hier nochmal ein alte oder kleine? Ist das auch eine kleine? Ne, das ist dasselbe. Dann esse ich davon eine. Und dann passt das. So, auf der anderen Seite des Berges ist auch nochmal so ein Abhang. Da möchte ich auch nochmal hin. So. Und jetzt wegen der Gravitation, ne? Geronimo! Wir laufen den Berg einfach runter. Mal kurz das Ding wegstecken. Jetzt schnell rüber zur anderen Seite. Alles hoch. Nein, nein, ich wollte hier nicht runterfliegen. Ach, jetzt wird es auch noch so dunkel hier. Wie schön der Wald leuchtet. So, komme ich jetzt hier nochmal wieder hoch? Oder habe ich mir jetzt mein Grab geschaufelt? Das sieht aus, als hätte... Ja, jetzt ist sowieso. Da haben wir noch die kleine Bucht, wo man von unten rankommt. Da möchte ich jetzt auch gerade nicht hin. Ist so dunkel hier. Man sieht das, die Hand vor Augen gar nicht. Hätte man eine Taschenlampe noch machen sollen und diese mitnehmen. Weil der Mond scheint hier nicht wirklich gerade stark. Na gut, packen wir erstmal ein bisschen was weg wieder. So. Oh, hier ist es wieder schön hell. So. Ja, was hauen wir denn da rein? Mal so ein kleines Pflänzchen. Alt oder hätte ich eher die kleine reinhauen müssen? Alte chinesische Kartoffel. Ah, die wächst auch. Okay. So, und der Baum ist auch bald ausgereift. Dann haben wir hier drinnen auch immer was zu essen. So, nehmen wir hier nochmal in den Schrank. Schmeißen hier nochmal ein bisschen was rein. So. Aber die Batterie brauchen wir eigentlich auch nicht gerade. Was würde denn eine Taschenlampe kosten?
Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenlampe. Batterie und Glas. Glas haben wir jetzt hier nicht. Zwar ein bisschen ärgerlich, aber naja, gut. So. Haben wir hier auch das Salz mit, weil wir es können. Und dann laufen wir hier nochmal hoch. Weil auf der anderen Seite gab es ja auch nochmal. Jetzt laufe ich ja auch noch verkehrt. Etwas zu sehen. War doch hier richtig, oder? Nee, jetzt müsste ich hier wieder lang. Na? Bloß nicht runterrutschen, weil sonst müssen wir einmal um die ganze Insel schwimmen. Stimmt, hier fehlen uns ja noch die Bäume. Laternenbaum. Weil der hat Früchte jedes Mal. Und diese Früchte kann man halt auch essen. Und zack, ist man wieder voll. So, das ist das eine hier. Also die allererste Station. Ich sehe gar nichts im Dunkeln. Hier ist der Weg. Hier haben wir den kleinen Tunnel. Ich hoffe, dass man auf YouTube überhaupt noch was sehen kann. Es ist gerade arg dunkel, aber ich sehe selber weniger. Ja, ist der richtige Weg. Genau. So, hier einmal drüber. Dort hinten geht die Sonne auf. Der Mond geht unter. So, dann müsste das ja von hier aus. Da ist der Weg. Jetzt darf ich bloß nicht hier wieder runterfallen. Weil wir wollen ja doch nochmal schnell zur anderen Seite rüber. So schnell uns unsere Füße tragen. Na, komm. So. Na, nicht runterfallen hier. Haben es gleich geschafft. So. Hier haben wir noch mal Wasser und den Inbetkasten. Den scannen wir mal kurz ab. Gut. Hier haben wir noch eine Farmpalme. Ich würde sagen, wir nehmen einfach fast den gesamten Kasten einmal mit. So. Können wir hier nochmal ein bisschen was zu essen mitnehmen. So. Sind wir an und für sich schon wieder voll. Und da ist auch noch eine PDA. Die nehmen wir auch mit. Na, komm. So. Integrating new PDA data. Ich bin gerade am Überlegen, hier mal einen Screenshot zu machen. Huch. Ich will darauf. Geht das? Nee. Schade.
Ein bisschen weiter runter vielleicht. So. Wie war das mit Screens? F11. Ja, okay. Nee, ein Messer wollte ich nicht unbedingt in der Hand haben. Das Messer noch mal weg. So. Ein kleines Landschaftsfoto. Und jetzt rutschen wir sowieso runter. Einmal versprungen. Aber größtenteils haben wir jetzt alles, was wir hier auf der Insel zu finden, gedenken, bekommen, wie auch immer, gefunden. Dann machen wir hier nochmal vielleicht so ein schönes Strandfoto. So. Und dann einmal hier wieder rein. Und jetzt können wir hier auch mal. So. Huch. Hat er das jetzt nicht? Das solltest du eigentlich darauf hochladen. Genau. So. Na. Na, jetzt mach das doch mal bitte. Hochladen. So. Dann sieht das hier nicht ganz so schäbig aus. So, wir haben zu essen, wir haben zu trinken. An und für sich fehlt uns nur noch ein bisschen Titan, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden. Nämlich hier noch so einen großen Kasten hinzustellen. So. Das können wir eigentlich erstmal beiseite packen. Dann machen wir hier einmal zu. Die Innenbeleuchtung aus. Und jetzt gehen wir hier mal ein bisschen in die Tiefe. Und gucken uns da auch noch mal ein bisschen um. Ui, 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 ui. Also bis jetzt, huch, sehe ich noch gar nichts. Ah, komm, weiter runter. Schaff noch ein bisschen. So. Ganz vorsichtig. So, hier waren wir ja auch schon mal. Aber halt nicht so tief drinne. Genau. Gucken wir uns mal in der Kamera ein bisschen um hier. Was ist das? Sind die neu? Ich glaube schon. Ich weiß aber nicht, ob die gut oder böse sind. Ansonsten haben wir hier aber nichts da. Huch. Wo sind sie denn? Fahren wir mal ein Stück zurück.
Ihr macht aber Mordslärm hier unten, ne? Kommen wir ein bisschen tiefer. Also bis jetzt macht er keine Anstalten, irgendwas Böses zu machen. Aber ich bin halt auch 5-mal größer als er. Ist auch hässlich, das Vieh. Auweia. Aber scannen möchte ich dich ja schon gerne. Also machen wir es mal so. Wir gehen hier mal raus. Aber mit dem Exo-Anzug. Jetzt werden wir ja sehen, ob du böse bist. Also bis jetzt nicht so wirklich. Ey, da macht der einen Krach. Dann scannen wir dich einfach mal weg. Hey, bleib hier. Ich hab nicht so viel Sauerstoff. Na gut. Haben wir einfach mal ein neues Tierchen kennengelernt. Was auch für mich neu ist. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück in den Zyklon. So, hoch. Ja, das sollte auch gekonnt sein hier, so. Und jetzt dock mich an. Und dann würde ich auch sagen, machen wir hier mal in der Untiefe ein Folgenende. Also, bis denn.